Dann hast du diese beiden Firmen gegründet. Gibt es die noch? Ja. Bist du da noch drin? Und was sind so jetzt gerade die Schritte? Also was fordert dich jetzt gerade raus? Oder woran arbeitest du jetzt gerade? Weil du hast eine Riesenmission. Du willst den Leuten was bewegen, du willst ihnen was mitgeben. Aber wie hast du das kanalisiert? Also das ist ja total diffus. Ich will Leuten was mitgeben, ich will Liebe, was auch immer. Aber wie zur Hölle hast du das verpackt in ein Produkt? Oder Genau. wie war dieser Prozess? Yep. Auch super, super geile Frage, die du hier stellst, Uwe. Momentan mein Hauptbusiness ist mit Human Elevation. Ist es, schau, ich muss ein bisschen ausholen, muss noch einen Loop Das ist aufmachen. übrigens ein geiler Brand. Human Elevation. Also sorry, aber das ist schon sehr geil. Ja, schau. Wir vergessen oft, dass der natürliche Zustand eines Menschen Zufriedenheit, Friede, Freude, Fülle und Liebe ist. Das ist der natürliche Zustand. Dir muss ich das nicht sagen als Vater, weil wenn du ein Baby hast, das 6, 7, 8, 9 Monate ist und du legst dich neben dieses Baby hin, einfach hinlegen, du machst die Augen zu für eine halbe Stunde, dann bin ich mir sicher, dass du die Qualitäten erfahren wirst. Diese Qualitäten, von denen ich Das auch ist gesprochen heute habe. noch, jetzt wo er 6 Jahre alt ist. Wenn ich eine Nacht neben dem schlafe, wache ich morgens auf wie von Engeln geküsst. Ja, toll, mega. Jetzt kommt aber der Punkt. So im Alter von 5, 6 Jahren passiert Folgendes. Dein Verstand bildet sich immer weiter und der Verstand oder du selbst identifizierst dich immer mehr und mehr mit der Stimme, die du hörst. Jeder kennt die Stimme in unserem Kopf, die sagt mal, hey, das kannst du nicht oder was auch immer. Das ist der Denker, ich nenne es der Denker. So, jeder kennt diese Stimme. Und im Alter von 5, 6 Jahren fängst du mehr und mehr an, dich mit dieser Stimme erstens zu identifizieren, aber auch mit allen anderen möglichen Dingen. Mit deinem Körper fängst du dich an zu identifizieren. Das ist jetzt mir. Mit deinem Familiensystem identifizierst du dich irgendwann mit deiner Nationalität und so weiter und so fort. Also im Laufe unseres Lebens, das ist der Verstand, der das tut, identifiziert sich mit ganz vielen Dingen. Und das Ego bildet sich. Der Ego verstehe ich, dein falsches Selbstwert, dein falscher Selbstwert, dein falsches Selbstbild. So, du denkst, du bist es, aber eigentlich bist du es gar nicht, in der Essenz. So, und dieses Ego ist meiner Meinung oder unserer Meinung nach der Number One Faktor, warum es auf dieser Welt, auf diesem Planeten Leid gibt. Ich behaupte, der größte Teil vom menschlichen Leid, und zwar, ich weiß nicht, ob man das in Prozenten nennen kann, aber mindestens 90% ist selbst verursacht, natürlich unbewusst, er würde sich bewusst Leid zufügen, das passiert unbewusst, durch dieses falsche Selbstbild, durch das Ego, welches sich im Alter von 5, 6 Jahren langsam anfängt zu entwickeln. Und unser Ziel, darum, jetzt mache ich den Loop wieder zu, von Human Elevation ist es ganz klar mit innerer Wissenschaft, mit Bewusstseinsarbeit, mit unserer Forschung auch, die wir betreiben, den Menschen diesen Zugang zu seinem natürlichen Zustand wieder zu öffnen. Weil jeder hat ihn, aber wir vergessen es. Die meisten Leute suchen ständig da draußen nach Liebe, nach Glück, nach Zufriedenheit. Und das funktioniert bis zu einem gewissen Punkt. Dann hast du ein bisschen Geld, cool, nice, freust du dich aber, dann merkst du, gibt dir auch nur einen kurzen Kick. Dopaminausstoß, Serotonin und so weiter und so fort, chemische Cocktail in deinem Körper. Und dann suchst du wieder nach draußen. Du suchst wieder nach Liebe, nach Anerkennung da draußen. Und du merkst, irgendwie kann dich nichts wirklich langfristig zufrieden machen. Das ist einfach der Grund, weil du den Blickwinkel ändern solltest. Den Blickwinkel von da draußen zu dir rein. Weil Glück, Zufriedenheit, Liebe kannst du immer nur in dir finden. So, schau, jede menschliche Erfahrung hat ihren Sitz immer in uns und niemals außerhalb von uns. Oder hast du schon mal Liebe, Zufriedenheit, Glück oder eine andere Erfahrung außerhalb von dir gemacht? Nee, du fühlst es ja nur in dir. Genau, du fühlst es nur in dir. Genauso wie auch die ganze Realität, in dem sie eigentlich nur in dir entsteht. Wie entsteht Realität? Es gibt nicht die eine Realität, sondern wir beide, wir kommunizieren hier. So, du hast deine Realität, ich habe meine Realität. Aber so etwas wie, dass wir die Realität erkennen oder sehen, das ist eine Illusion. Sondern dort arbeiten wir und bringen diesen Menschen diesen Zugang wieder.
Das ist spannend. Wie macht ihr das? Also was für Tools habt ihr? Was für Techniken? Wo bedient ihr euch? Wo macht ihr aber Sachen, wo ihr sagt, die gab es noch nicht, die müssen wir selber bauen, erfinden, was auch immer? Also welche Steps? Es gibt ja so einen Prozess. Führt ihr Menschen durch einen Prozess durch und wie läuft das? Ja, klar, es gibt natürlich verschiedene Technologien, so nenne ich jetzt mal, oder Techniken, Methoden, ganz klar. Wir begleiten die Menschen in einem Coaching, in einem Mentoring, aber auch in beispielsweise bei unserem Elevation Camp. Mhm. Wir haben ein Seminar im Elevation Camp, weil ich glaube, das muss ich dir nicht sagen, aber wir können hier über ganz verschiedene Dinge sprechen und das kann für dich intellektuell Sinn machen. Aber wenn wir gemeinsam in einem Raum sind, dann spürst du nochmal, dann erfährst du etwas ganz anderes, anstatt hier über diesen Skype-Call hier, weil wir ja eine Art Energie auch austauschen, wenn wir in einem Raum sind. Mhm. So, ich kann dir jetzt sagen, was eine Strategie ist oder wo wir auch anfangen und ansetzen. Wir schauen, wer du in der Essenz wirklich bist. Und zwar geben wir dir das nicht mit. Wir sagen nicht, schau, das bist du, sondern jeder kann es für sich selbst überprüfen. Das ist ja wichtig, weil das ist gerade das, was ich vorher gesagt habe. Du kannst nur Dinge weitergeben, die du selbst in dir gefunden hast. Und es bringt nichts, wenn ich dir irgendwelche Dinge erzähle und du die einfach blind nimmst und sagst, ja, der Patrick hat das erzählt. Also okay, so ist es. Nee, du musst es für dich entdecken und für dich erfahren. So, was wir tun ist, wir schauen, wer du hinter all den Masken, die du bist, wirklich bist, hinter dem Körper, hinter dem Denker. Weil schau, ich kann die folgende Frage stellen. Wenn du jetzt mal vergisst, dass du heißt, dass du Unternehmer bist, dass du Vater bist, wenn du vergisst, dass du Deutscher bist, alles vergisst, du schiebst alles auf die Seite und kommst ganz hierher. Was ist das, was du weißt? Boah. Dann weiß ich nicht viel, ehrlich gesagt. Nee, du weißt gar nicht viel. Nee, das ist echt das Ding. Dann weiß ich gar nicht viel. So, was du weißt, ist, so du bist. Genau. Du bist wach. Du bist präsent. Du bist bewusst. Das ist das, was du weißt. Und was wir tun, ist, wenn wir all die Dinge mal auf die Seite schieben, wo du denkst, dass du bist, was ist das, was dann übrig bleibt? Das kannst du intellektualisieren, das kannst du intellekt verstehen, aber das bringt dir alles nichts, sondern du musst es erfahren. Und für das stellen wir die notwendigen Coachings oder den Raum zur Verfügung in unseren Seminaren. Das musst du erfahren. Das ist, cool. Du kannst es nicht intellektualisieren. Wir haben vorher in meinem Podcast gerade darüber gesprochen, was passiert in den nächsten 20, 30 Jahren. So, was passieren wird, davon gehe ich fest davon aus, ist, dass Maschinen immer intelligenter werden. Und vielleicht irgendwann von der Intelligenz her noch intelligenter sind als wir Menschen. Aber was ist das, was uns von Maschinen langfristig unterscheiden wird? Das ist die Frage, die wir uns alle stellen müssen. Und das ist nicht nur in unser Intellekt, weil unser Intellekt ist eine Ansammlung von außen. Intellekt ist eine Ansammlung von außen. Und zwar alles, was wir durch unsere fünf Sinne aufgenommen haben, ist in unserem Intellekt, wenn du so möchtest, gespeichert. Begrenzte Informationen. Und du kannst immer wieder neue Dinge ansammeln von außen, aber wenn eine Maschine, künstliche Intelligenz, dort viel stärker ist als wir, also was unterscheidet uns? Ich behaupte, es ist unser Sein, unser Bewusstsein. So, wir haben Bewusstsein. Das ist auch ein Punkt, wo sich Philosophen streiten. Das ist die Frage, ob nämlich unser Bewusstsein nämlich eine Illusion ist, um uns eine gewisse Relevanz vorzugaukeln. Aber es ist interessant, das ist ein spannender Punkt. Das ist super, super spannend. Und schau, Uwe, mich hat früher fasziniert, was ich mit diesem Körper alles machen kann. So Leute haben mir gesagt, ich glaube dir nicht, dass du natural bist. Du nimmst doch Doping, du nimmst Steroiden. Das hat mich noch mehr gepusht, weil ich schauen wollte, ich habe realisiert, dass viele Menschen mir nicht glauben. Viele Menschen glauben guten Natural Bodybuildern der Weltspitze nicht, dass sie natürlich sind. Und sie haben nämlich gesagt, es gibt so ein genetisches Limit. Und ich glaube nicht an Limits. Ich glaube nicht an Limits. Limits sind Punkte in unserem Geist, die starr sind, die fix sind,
Aber so funktioniert das Universum nicht. Das Universum ist ständig im Fluss, ist in Bewegung. Nichts ist starr. Auch Wissen ist nicht starr. Wir denken, okay, das weiß ich jetzt, aber wenn wir genau mal sorgfältig über das nachforschen, werden wir erkennen, dass alles, was wir früher für Wissen gehalten haben, heute nicht mehr ist. Und heute denken wir, okay, so ist es, das wissen wir. Wir spulen nach vorn, 100, 200, 300, 400 Jahre, wir gehen zurück und sagen, okay, das, was heute Wissen war, ist nicht mehr Wissen, ist überholt. Diese Vorstellung von unserem Verstand, dass etwas starr ist, etwas fix ist, das ist eine Illusion, aufgrund von meiner Erfahrung. Und um jetzt den Loop nochmal zuzumachen, schau, dass wir den Faden nicht verlieren. Bist du noch bei mir, Jana? Ich bin voll bei dir. Super, super geil. Das ist doch das Geile. Ich habe doch vorhin schon mal gesagt, ich will Menschen anstupsen. Du hast mich jetzt angestupst. So, jetzt, ja. Da, leider werde ich aber den ganzen Tag heute noch ein bisschen daran zu knuspern haben. Aber bitte mach erstmal deinen Faden weiter. Dann gehen wir weiter. Ja. So, diese Limits, die für mich nicht existieren, für mich existieren keine Limits. Der einzige Limit, die existieren, ist, das macht unser Verstand. Ich wollte immer schauen, was kann ich noch rausholen aus meinem Körper? Das hat mich so angetrieben. Ich fand es faszinierend, den Körper runterzuhungern auf 5% Körperfett. Hey, Uwe, wenn ich mich hingesetzt habe auf einen Stein, mein Arsch hat mir wehgetan, weil da kein Fett war. Ich habe Streifen am Arsch gehabt, solche Streifen. Das hat nicht mehr gesund ausgesehen. Also ich sah krank aus, ja? Ja. Es sah einfach crazy aus. Wo bist du jetzt? Bei wie viel Prozent? Jetzt bin ich bei ca. 15-16%, denke ich. Okay. Das ist so, ich funktioniere am besten. Kognitive Fähigkeiten, Schlaf, alles mit ungefähr 14%. Ich bin ja bei 14-15% ungefähr. Und ich habe diesen Ansporn 2016, als ich den letzten Wettkampf gemacht habe in Los Angeles, habe ich den wie verloren. Ich fand das nicht mehr so attraktiv, es war cool, es war interessant. Und ich habe mich mehr für erstens den Geist interessiert, für das Mindset, klar, weil ich schnell gemerkt habe, schon mit 15, 16, 17 Jahren, dass der Körper nicht vom Geist getrennt ist, sondern wir stehen in Wechselwirkungen miteinander. Das sagt auch heutzutage die Wissenschaft. Ja. Du kannst nicht krank denken oder du kannst nicht gesund denken, je nachdem. Ja. Also Körper und Geist sind keine zwei voneinander getrennte Einheiten. So diese Erfahrung habe ich für mich gemacht. Und so wie mich der Körper interessiert hat, so hat mich immer mehr und mehr das Mindset interessiert. Fasziniert. Und dann habe ich aber erkannt, dass das Mindset, das ist so groß. Was ist dann Verstand? Was ist Intellekt, die Identität, mit dem wir uns identifizieren? Was liegt unter oder hinter dem Verstand? Also unter und hinter dem Denken. Wer ist der denkt? Ja? Wer ist der denkt? Solche Fragen habe ich mir immer wieder gestellt. Das hat mich fasziniert. Und heute fasziniert mich das am meisten, das Thema Bewusstsein. Weil eins ist klar, wir hier sprechen heute. Und wir wissen, dass wir leben nur aus einem einzigen Grund, weil wir bewusst sind. So, wenn du dir nicht bewusst bist, dann existierst du nicht. Du existierst, weil du dir darüber bewusst bist. All die Dinge, die nicht in deinem Bewusstsein liegen, die kannst du jetzt nicht sehen. Aber wenn dein Bewusstsein sich entfaltet, fängst du an, Dinge zu sehen, die für dich vorher nicht existiert haben. Verständlich? Ja, ich bin Zauberer. Genau dieses Spiel mit Illusionen, was mich halt mein ganzes Leben lang schon begleitet und auch herausfordert. Deswegen, ich bin bei dir. Yes. So, das ist das, was mich am meisten fasziniert. Und das ist, was ich teilen möchte mit anderen Menschen. So dieses Bewusstsein, wie sehr kannst du deine unbewussten Aktivitäten, die wir alle haben, geistig, konditionierte geistige, emotionale Reaktionsmuster, die unbewusst ablaufen in unserem Körper, in unserem Geist. Wie kannst du diese unbewussten Aktivitäten in bewusste Aktivitäten umwandeln und noch viel mehr bewusst machen? Das ist alles, worüber sich unsere Arbeit dreht. Und wo bist du heute prozentual? Also bei Körperfett kann man es messen, 5%, was auch immer. Wo bist du bei deinem Bewusstsein? Wo warst du mit 15? Wo bist du heute mit 33, gell? Bist du? Bist 5 Jahre jünger als ich? Genau, 33? 32, ja. Ja, genau. Ja, ich bin 81er Jahrgang, gell? Du bist 86, genau. Und wo willst du sein mit, sagen wir mal, 50 ist bei Männern immer so ein guter Einschnitt. Also kannst du das präzisieren oder fühlst du Fortschritte? Glaubst du, diesen Schwankungen unterworfen? Also bei deinem Körperfett weißt du, 14%, da funktionierst du am besten. Ja. Wo ist dein Bewusstsein? Und glaubst du, man kann auch zu bewusst sein?
Schau, du kannst das nicht wirklich messen und es gibt auch keine Grenze. Es gibt gewisse Konzepte wie Spiral Dynamics, vielleicht auch schon mal was gehört, die verschiedenen Bewusstseinsstufen sprechen, wo ein Individuum, aber auch also allgemein Systeme, du bist ein System, ein Unternehmen ist ein System, ein Land ist ein System, Stamm ist ein System, eine Zelle ist ein System, oder? Wie Systeme aufgebaut sind und durch welche Bewusstseinsstufen sie durchgehen im natürlichen Verlauf. So, ich finde das cool, spannend, da mal reinzuhören, aber es ist auch nur ein Konzept. Bewusstsein hat kein Konzept. Bewusstsein ist ewig und unendlich. Bewusstsein entfaltet sich, befindet sich hinter unserem dualen Verstand. Weißt du, unser Verstand versucht alles einzugrenzen. Du kannst links nicht ohne rechts haben, du kannst oben nicht ohne unten haben, Helligkeit kannst du nicht ohne die Dunkelheit haben, das ist die Polarität. So funktioniert Verstand, aber Bewusstsein liegt hinter oder unter dem Verstand. Solche Konzepte gibt es nicht. Was ich aber machen kann, ist, ich kann in die Vergangenheit zurückgehen und schauen, welche Dinge waren mir damals nicht bewusst, die wir heute beispielsweise bewusst sind und wie zeigt sich das? Ja. Was ich spannend finde, ich war so hyperaktiv. Dass ich körperlich und geistig, gell? Körperlich, geistig, alles. Heute kann ich hier für 10 Stunden sitzen, muss mich nicht bewegen und ich muss auch an gar nichts denken. Du strahlst doch eine Ruhe aus, ich merke das auch. Also wir sprechen, das ist jetzt schon der zweite Podcast, den wir aufnehmen, wir haben vorher deinen aufgenommen. Wir reden hier schon seit knappen 2 Stunden. Wirklich, also du bist komplett auf so einem Ruhepol-Level, aber bist dabei energetisch. Das ist ja auch selten. Manche sind sich ein, gell? Ja, schau, wenn du meine YouTube-Videos guckst vor 3, 4, 5 Jahren, ich hatte so viel Energie, aber ich konnte diese Energie nie wirklich bewusst einsetzen. Ja. Heute kann ich sie sehr bewusst einsetzen. Und schau, der Punkt ist, stell dir vor, meine Hand, sie macht jetzt so. Manchmal schlägt sie mich, manchmal schlägt sie andere Menschen. So diese Hand, ich kann sie nicht kontrollieren. Ja. Alle Menschen würden sagen, du bist krank, richtig? Alle Menschen würden sagen, ich bin krank. Klar. Gut. So, was passiert aber mit unserem Verstand? Manchmal ist er da, manchmal da. Manchmal schadet er uns. Manchmal schadet er uns anderen Menschen. Aber das ist nicht krank, sondern es ist normal geworden. Es ist normal geworden, aber es ist überhaupt nicht normal geworden. So, schau, wir stehen momentan als Mensch, als Spezies Mensch vor einem extrem krassen Wendepunkt. Weil das allererste Mal in der Geschichte haben wir die Möglichkeit, dass der Mensch sich als Spezies sich ausrottet. Ja? Klar, wir sind beschäftigt mit unserem Alltag, mit unseren Businesses, mit allem drum und dran. Wer macht sich schon solche Gedanken? Die wenigsten haben überhaupt die Zeit oder Ressourcen, sich über das Gedanken zu machen. Aber ich möchte für all die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt noch am Start sind, möchte ich einfach dir kurz den Impuls geben. Es ist nicht garantiert, dass der Mensch in den nächsten 300-400 Jahren noch am Start ist. So ganz viele andere Spezies vor uns sind gekommen und sind wieder gegangen. Wenn du an einem klaren Abend mal rausgehst und in den Himmel schaust und du siehst all die Sterne, wo der größte Teil alles Sonnen sind, mit eigenen Planeten, die um die Sonne kreisen, da haben wir Milliarden von Sternen und von Sonnen da draußen. Und das ist nur unsere Galaxie. Und da draußen gibt es Milliarden von Galaxien. Das muss man sich mal kurz vorstellen. Ich zoome immer gern raus. So, der Mensch ist für das Universum bumm. Einmal ein- und ausatmen. That's it. Total. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Richtig. So, was ich dir damit sagen möchte, ist, es ist nicht eine Selbstverständlichkeit, dass wir weiterhin existieren. Und momentan sind wir in einer kritischen Phase. Weil, wie gesagt, das erste Mal haben wir die Möglichkeit, mit der Technologie und mit dem, was wir mit unserem Tun, dass wir uns selbst zerstören. So aus unserer Sicht, von unserer Firma, von Human Elevation, ist es super wichtig, dass der Mensch sich über seinen Verstand hinaus erhebt. Darum Human Elevation. Es ist wichtig, dass wir bewusster werden, dass wir aufhören, uns mit Dingen zu identifizieren, die wir nicht sind, weil die für Leid sorgen. Und wenn wir innerlich verletzt sind und Leid haben, dann ist die logische Konsequenz, dass wir ebenfalls dieses Leid in uns weitergeben und so weiterhin Leid existiert. Du kannst Leid nur bekämpfen, ich mag das Wort Kampf nicht und bekämpfen nicht, du kannst Leid hier auf der Welt nur auflösen, indem jedes Individuum
Leid in sich selbst auflöst. Das ist mein Credo. Ich habe heute Morgen mit meinem Sohn drüber geredet. Es gibt doch dieses Sprichwort. Wenn jeder vor der eigenen Haustür kehren und fegen würde, wäre die Welt ein guter Platz. Du musst niemanden retten. Du musst niemanden beschützen. Du musst vor deiner eigenen Haustür kehren. Und was du tun kannst, maximal ist noch bei der nächsten Generation sozusagen, also für deine eigenen Kinder, darauf achten, dass du ihnen wirklich eine Höhle baust, in der sie sauber, gesund, liebevoll, liebend, was auch immer, aufwachsen können. Mehr kannst du nicht tun. Aber würde das jeder tun? Meine Fresse, was wäre das für ein Planet? Klar, ich meine, das wäre eine Utopie. Wir hätten das Potenzial, diesen Planeten in eine Utopie zu verwandeln. Und wie gesagt, ich sehe es so, dass, jetzt nochmal um den Loop komplett zu schließen, ich sehe es so, dass der Mensch sich evolutionär weiterentwickeln muss. Und das geht aber nur, indem er sich über seinen Verstand hinaus bewegt. Weil Albert Einstein hat schon gesagt, du kannst Probleme niemals auf derselben Ebene lösen, auf der sie entstanden sind. Genau. Und die Probleme, die wir heute haben, sind Probleme, die aufgrund unseres Verstandes entstanden sind. Und dort gilt es, den Verstand nicht unter dem Verstand zu fallen, nicht ins Reich der Tiere zu fallen. Mm-mm. Verstand ist super wichtig, Denken ist super, super wichtig, aber wir müssen uns über den Verstand hinaus erheben, um zu erkennen, wer wir wirklich sind und zu was wir wirklich fähig sind, als einzelnes Individuum und als Kollektiv. Boah, sorry, aber ich meine, was soll ich danach noch sagen? Also, das ist der schönste Schluss, den ich mir hätte vorstellen können. Ich sag's auch nochmal, ich bin froh, dass wir uns kennengelernt haben. Ich wusste nicht, wer du bist. Also nicht genug und schon gar nicht, wer du wirklich bist. Ich habe immer noch nur eine grobe Ahnung, wer du bist. Aber ich fühle dich irgendwo. Und das finde ich echt krass. Und das passiert selten. Und wir reden hier über Zoom. Wir sehen uns ja nicht. Wir reden gerade mit einer Scheibe, ne? Ja. Vielen Dank. Ich kann das gleich wieder zurückgeben, Uwe. Ja, merci. Ich danke dir total. Wenn jetzt die Leute da draußen, die sich das anhören, übrigens vielen Dank, dass ihr dabei seid und dass ihr uns jetzt hier gerade eine Dreiviertelstunde eures Lebens schenkt, aber ich glaube, es ist super wertvoll. Wo findet man jetzt Human Elevation? Wo findet man dich? Ich meine, du bist ein präsenter Charakter, aber was ist jetzt die Anlaufstelle? Wohin kann ich jetzt Leute schicken? Was darf ich hier drunter auch verlinken, wo Leute jetzt bitte draufgehen und mal gucken, dieser Reiser, ich muss gucken, was der zu erzählen hat, weil das hier, das war ein Teaser, aber da, wo das herkommt, ist noch viel mehr. Ich finde Instagram immer ein richtig cooles Tool. Es ist zwar sehr oberflächlich, weil es dort um Bilder geht, aber ich gebe mir wirklich Mühe, gute Bilder zu posten, weil ich versuche, durch diese oberflächlichen Bilder die Aufmerksamkeit der Menschen zu catchen und dann einen guten, geilen Text hinzuschreiben. Also dort findest du, auf Instagram findest du meine Bilder unter patrick.reiser. Und du findest auch immer wieder coole Texte unter den Bildern. Und ansonsten patrickreise.com oder www.elevationcamp.de, das ist unser Event, oder sonst einfach YouTube. Wo gibt es das Event? Das wollte ich dich eh noch fragen. Gibt es das nur in der Schweiz oder reist ihr durch die Gegend oder wo findet denn das statt? Also das Haptische, wo man dich wirklich mal sozusagen fühlen kann, wo man sich selber auch fühlen kann. Wo ist das? In Frankfurt. Wir haben jetzt am 28. und 29. September ist das nächste Event in Frankfurt. Ja. Gäbe es dafür noch Plätze oder seid ihr dicht? Nee, es gibt noch Plätze. Cool. Es ist noch, geht noch 2 Monate. Ja. Wenn du das hier hörst da draußen, dann wäre das jetzt eine gute Möglichkeit, Patrick Reiser mal zu stalken. Patrick, ja, ich danke dir von Herzen für die Zeit, die du dir genommen hast. Ich weiß, du bist ein busy man und hast ordentlich zu tun. Und es war mir ein großes Vergnügen. Und du weißt, ich erzähle meinen Podcast wie eine Soap, GZSZ-mäßig. Menschen, neue Charaktere kommen. Wenn es dir Spaß gemacht hat, mir hat es das, wenn es dir auch Spaß gemacht hat, würde ich dich gerne, keine Ahnung, in einem halben Jahr einladen und gucken, wie deine Elevation-Reise weitergeht, wie eure Events weitergehen, wie dein Business sich weiterentwickelt. Wenn du Bock hast, du bist herzlich eingeladen, dann kommt Patrick als Charakter in meine Soap zurück. Sehr gerne, vielen Dank. Doch, sehr gerne, können wir machen. Wir bleiben eh verbunden. Total, freut mich sehr. Also, vielen lieben Dank, dass du da draußen dabei warst. Wenn du Kritik hast, wenn du Fragen hast, wenn du irgendwas hast an Patrick, dann schreib ihm bitte direkt. Ansonsten, wenn du Fragen an mich hast, wie immer, www.uwevongrafenstein.de. Lass gern hier unten ein Like da, ein Abo. Geh jetzt rüber zu Patricks Podcast, den verlinke ich dir unten drunter. Super wertvoll, der hat einen unglaublichen YouTube-Channel, by the way, auch. Also, du kommst an diesem Mann nicht vorbei im Internet. Ich wünsche dir da draußen, ich wünsche dir Bewusstsein, ich wünsche dir Verstand mit Verstand und auch ohne Verstand und sowieso das Glück und den Erfolg dieser Welt. Wir sind draußen. Ciao. Bye, bye. Danke dir.